Ari Anne Radpath leitet seit 7 Jahren die Sektion Generation der Berlinale. Wir haben sie getroffen und wollten erfahren, was den besonderen Reiz der Sektion ausmacht. Guten Tag, Frau Radpath. Danke, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch nehmen. Wie viele Filme haben Sie jetzt in diesem Jahr gucken dürfen? Gucken dürfen ist ungefähr 1800 Filme, kurz und lang, wurden eingereicht. Habe ich dann irgendwie am Ende vielleicht 500 präsentiert bekommen, so für dieses Endstadium mit dem Hauptgremium. Genau, es sind nicht nur Filme, die explizit für Generationen eingereicht sind. Es gibt es auch Filmemacher, die ihre Filme einreichen für all die Sektionen der Berlinale und dann hoffen, dass die irgendwo landen. Gab es auch schon Regisseure, die besonders überrascht davon gewesen sind, dass ihr Film gerade für die Generation ausgewählt worden ist? Das sind die interessantesten Leute, die kommen mit diesem Statement, aber ich habe keinen Kinderfilm gemacht. Ne? Und meine Antwort ist, ich weiß, Sie haben keinen Kinderfilm gemacht, aber entdecke bitte so ein junges Publikum für Ihr Film und komm zu Berlinale. Und ich würde sagen, 99% von diesen Filmemachern und die Produktionen gehen ganz glücklich weg und haben ein anderes Publikum für ihr Film entdeckt und gehen damit auf den Markt. Also das ist ein sehr großer Plus für diese Menschen. Eine Besonderheit der Generation ist ja auch, dass besonders Kinder und Jugendliche auch in den Entscheidungsprozess des Wettbewerbs durch die Kinderjuries und Jugendjuries einbezogen werden. Wie wird man Mitglied der Kinder- oder Jugendjury und wie viel darf man mitentscheiden? Also ich entscheide, wer in die Jurys kommt. Man bewerbt sich während der Berlinale, geht man als Kind oder als Jugendliche zu einem Film und da gibt es auch Fragebögen, die man dann ausfüllt, die gibt man ab im Kino oder schickt die alle zu uns und wir lesen alle durch, das sind manchmal Tausende und die Fragen, die dargestellt sind, sind so, was hast du gefühlt, was hast du gedacht, hättest du diesen Film gemacht, was hättest du anders gemacht. Wir schicken die Meinungen dann an die Regisseure, die Filmemacher und gucken dann die dann so im Vorlauf zum nächsten Festival durch und davon wird die Kinderjury, so 11 Kinder zwischen 11 und 14 für die Kinderjury ausgewählt und 7 Jugendliche zwischen 14 und 18 ausgewählt für die Jugendjury. Die dürfen alles selbst entscheiden. Die werden rund um die Uhr betreut auf dem Festival. Die gucken alle Filme an zusammen. Das ist nicht so leicht, weil eine Kinderjury 11 junge Menschen, verschiedene Alten, Jungs, Mädchen, zusammen, also zu entscheiden über starke Programme und dann am Ende auf einer Bühne zu stehen. K+ gibt es auch Gläsernen Bären für den besten Spielfilm, den besten Kurzfilm, die dann selbst verleihen dürfen. Und 14+ gibt es auch Gläsernen Bären für Spielfilm und Kurzfilm. Okay, vielen Dank für das Gespräch und dann freuen wir uns schon auf die Filme. Ja, ich freue mich auch.